Hallo und guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum 28.07.2019. Ich muss mal anhalten. Ja. Hallo du, ich begrüße dich zum 28.07.2019. Hallo, ich begrüße Sie zum 28.07.2019. Heute ist ein Sonntag. Guten Tag, hallo. Hallo und schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich bin Klaus von der älteren Generation und erzähle jetzt etwas über den heutigen und den gestrigen Tag. Ja, ich bin Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem Weg ins Online. Das heißt, momentan sitze ich jetzt hier noch im Sessel, aber wenn Sie mich sehen, dann bin ich im Online. Und das ist auch das Programm dieses Vlogs, dieses Kanals, dieses Channels, in dem ich darüber berichte, über die Transparenz in die Digital, nicht die Transparenz. Das ist auch das Programm dieses Kanals, in dem ich darüber berichte und dokumentiere, wie sich die Transformation in die digitale Gesellschaft sich hier bei mir vollzieht. Ob ich das also leiste, ob ich ein Modernisierungsverlierer bin und ob ich mich in Richtung Homo Digitalis verwandle oder mehr so in Homo Dementis, sehen sich vielleicht ein Manfred Spitzer, den Wissenschaftler, der den Zusammenhang hergestellt hat zwischen dem Digitalen und Demenz. Und in diesem Sinne bin ich auch Altersforscher in eigenen Angelegenheiten. Und beobachte also hier auch meinen Verfall, meinen Abbau, mein Altern, meine Deformationen, die sich so angehäuft haben. Und natürlich kann die Demenz natürlich nicht nur vom Digitalen herrühren, wenn sie denn kommt, sondern sie kann auch von Altern und von Krankheiten herkommen. So viel also dazu. Ja, heute gibt es wieder 5 Hauptpunkte. Erstens OnLife. Zweitens Gesundheit, drittens Ernährung, viertens Lektüre und fünftens ja, TV-Zeitgeschehen und so weiter. Ja, OnLife war gestern bei mir erfolgreich. Ich habe also gestern das erste Mal mit Vegas Pro experimentiert. Das ist ja am Freitag bestellt worden. Am Freitag ist das Programm gekommen, das ich am Donnerstag bestellt hatte. Und am Freitag habe ich das ausgepackt, darüber gibt es 2 Videos und am Samstag habe ich das also installiert und damit erste Gehversuche gemacht, erste Erkundungen gemacht. Ich habe also bisher 2 Tutorials da, interaktive Tutorials sind das ja, da habe ich 2 Stück von bearbeitet, 2 von. Und dann habe ich einen ersten Film gemacht. Ich habe also mein normales Müsli genommen und das dann in das Programm hineingezogen, in die Timeline unten und ja. Dann habe ich noch einen Vorspann davor gesetzt und so. Und dann versucht das Ganze rendern zu lassen. Das stellte sich als etwas kompliziert und heraus. Das habe ich nicht sofort hinbekommen und da brauchte ich mehrere Versuche. Dann musste ich nochmal im Tutorial nachschauen, wie das genau geht. Und bei YouTube und so. Ja, und dann hatte ich nachher so eine Einstellung, dass ich das realisieren konnte. Und dann ging es aber erstmal richtig los. Dann hatte 2 Stunden gerendert für meine lächerliche kleine 10-Minuten-Datei. Ich weiß nicht genau, was der da gemacht hat. Ob er jetzt sich jedes Pixel nochmal angeschaut hat oder jedenfalls dauerte das Ewigkeiten, 2 Stunden. Und aufgrund dieser Eigenschaften des Programms heißt das also, dass ich zukünftig nicht mehr Videos an einem Stück drehen kann, quasi, sondern ich muss sie kleine Schnipsel zerschneiden und dann nur diese Schnipsel einbringen.
Also Schott sagt man ja. So machen die Profis das sowieso. Aber ich wusste das auch, ich habe das auch schon mal probiert, aber das war mir irgendwie zu umständlich. Ja, gestern habe ich also 5 Videos nur gemacht. Davon ein Vegas Pro Video. Ich besitze jetzt die Version Vegas 14 Pro. Also die Nummer 14. Und jetzt habe ich wieder eine Pause hier drin. Ich muss ihn einmal rausschneiden. Ja. Und das heißt, zukünftig werde ich also meine Müsli-Videos und die anderen vielleicht auch dann mit Vegas bezeichnen. Vegas 1, VP1, VP2 und so weiter. Steht dann nicht für Volkspolizei oder so oder für FOPO, sondern für Vegas Pro. Um dann auf diese Weise auch zu sehen, wie viele Videos ich mit Vegas bisher gemacht habe. Vielleicht auch nur einfach V, reicht vielleicht auch V1, V2. Das erinnert dann wieder an militärische Vorgehensweise irgendwie. Also als Zusatz zum Datum oder so. Weil die Idee ist, die das Lernen und Einarbeiten in das Programm fällt mir am leichtesten, wenn ich damit täglich öfter umgehe und nach Möglichkeit auch öfter. Und wenn ich täglich mit dem Programm umgehe, dann komme ich da schon langsam rein, lerne auch die Feinheiten kennen und so. Und ja, so geht das dann. So habe ich mir vorgestellt, dass ich mir Vegas Pro aneigne. Also einmal Tutorials anschauen, natürlich Beispiele von anderen. Natürlich auch, wenn es geht, ins Handbuch, was aber bisher wenig hilfreich ist. Und Praxis. Praxis, Praxis, Praxis. Probieren, probieren, probieren. Erkunden auch. Nicht nur probieren, sondern auch erkunden, wofür ist das, was macht man da und so. Ja, das will ich heute also fortsetzen, das dauert natürlich. Und dazu habe ich also heute schon ein Müsli-Video heute Morgen zerschnipselt gemacht. Um das gesamte Müsli-Video dann einfach einzukürzen auf diese Weise. Und die zweite Möglichkeit ist, das mache ich jetzt hier, versuche ich bei diesem Video zu machen, dass ich so einzelne Module mache, also so Begrüßung, so Vorstellung und so weiter, verschiedene Module, die ich dann nur noch quasi aneinander setzen muss. Ja, das ist eine ungeübte Vorgehensweise. Das muss ich erstmal trainieren. Das geht noch nicht so flott. Und um da besser drin zu werden. Ja. Thema Nummer 2, Gesundheit, die Beine. Die machten mir Schwierigkeiten in den vergangenen Monaten und dann habe ich mir das Laufband gekauft, um mit dem Laufband dann täglich zu gehen. Das habe ich jetzt 3 Wochen und gestern habe ich also eine 2x20 Minuten gemacht, neuer Rekord, und deshalb tun mir heute wieder die Beine etwas mehr weh wie sonst. Scheinbar geht jetzt Muskelkater und Beinschmerzen und so, das geht alles in einem über. Aber ich will nicht meckern hier, es läuft gut, geht gut und so. Ich meine auch, es wird besser werden dadurch. Okay, nächster Punkt. Ernährung, Diät. Heute ist also die erste Diätwoche, der erste Tag der ersten Diätwoche. Die erste Diätwoche des
tritt den Zyklus langsam. Die ich jetzt gerade hier mache. Und dazu habe ich heute schon einen Smoothie gemacht. Der kommt nachher. Mit Vega ist bearbeitet. Ja, das soll dann das zweite Vegas-Video werden. Smoothie, zweites Vegas-Video und vielleicht auch noch das Müsli. Vielleicht muss ich auch meine Arbeitsweise ändern. Vielleicht einfach öfter am Tag schon mal anfangen, Computer anzuwerfen und dann da schon mal die Bearbeitung vornehmen, dass also die Bearbeitung nicht so in einem Stück läuft. So von 18 bis 24 Uhr, sondern dass ich gleich morgens vielleicht das Müsli mache, dass ich gleich morgens das Müsli mache, dann mache ich das Müsli und so. Und vielleicht kann man auch noch ein paar alte Videos machen, so wie das jetzt hier, könnte man vielleicht auch herkömmlicherweise wieder machen mit den anderen Programmen. Ja. Thema Nummer 3, Lektüre. Thema Nummer 4, muss man sagen, Lektüre. Da bin ich nicht weitergekommen. Ich lese immer noch in dem Band von Harald Welzer bei Selbstdenken. Und dann liegt jetzt der Abschnitt über die Genossenschaften an. Den habe ich aber gestern nicht mehr geschafft, vor lauter Vegas-Begeisterung hier. Ja, vierter Punkt, Fernsehen, der fünfte Punkt, TV, Streaming, Dienst und Zeitgeschehen. Ja, habe ich gestern auch nichts mehr bekommen. Fernsehen habe ich gestern nicht geschaut, nicht bekommen, keine Zeit für gefunden. Und Nachrichten, kann ich mich nicht daran erinnern, ob ich gestern Nachrichten gesehen habe. Weiß ich einfach nicht. Den Streamingdienst habe ich auch keinen gesehen, das weiß ich genau. Kein Netflix. Ja, damit bin ich hier auch schon am Ende. Damit das hier nicht so lang wird, soll es das erstmal gewesen sein. Okay Leute, macht's gut und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.